Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Week 89. Zurück bei Let's Play Mario Luigi Superstar Saga plus Bowser's Jagen. Puh, 6 Kämpfe gegen Iggy. Hoffen wir mal, dass unsere Teamzusammenstellung hier ausreicht. Also, auf ins Gefecht! Hier waren wir doch schon mal. In wir waren Bäumen verläuft man sich leicht. Diese Karte von den alten Typen verstehe ich auch nicht. Hier geht's lang. Iggy ist da vorne. Und? Damit helfe ich Iggy nicht gerade, oder? Ist euch das peinlich? Mal schon etwas. Jetzt geht's rund. Ihr wollt mich also besiegen? Das hätte ihr mir doch früher sagen können. Aber vorweg, ich bin sehr, sehr, sehr stark. Iggy, das geht doch auch anders. Jetzt bist du dran. Ich schaffe das, ich schaffe das. Auf mit Gebrüll. Na, hoffentlich, weil ich meine... Oh, ja. Ich meine, wir müssen uns... Oh, doch nicht so vielen kämpfen? Es sind einfach nur so viele verschiedene Gegner. Na, wie dem auch sei. Hoffen wir mal, dass das hier ausreichen wird, so wie wir es hier aufgestellt haben. Nicht, dass wir schon wieder beim ersten Kampf gleich K.O. gehen. Oh, aber nachdem wir schon so viele Kumpanen hier verloren haben... So. Obwohl, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, aber es ist auch nur der erste Kampf. Es fehlen noch 3 weitere Schlachten, dann kommt auch noch Iggy dran. Der Typ, der geht erst richtig ab. So, ja, haben wir zum Glück noch Schützen. Dagegen hat der Boohoo keine Chance. So, das wär's. Okay, aber das war mal der erste Kampf. Es fehlen noch 2 weitere. Ich hoffe, meine Kumpanen kommen auch noch dazu, Spezialangriffe einzusetzen. Alter Schwede, das wird eine heiße Schlacht hier. Ja. Jawohl. Nicht schlecht. Und? Ja, immer kurz bevor ich, oder direkt nachdem ich ihn getroffen habe. Oh. Stürmerschaden? What? Hey! Na warte. Ansporn für Bowser! Um eure Moral wieder zu stärken. Bam! Sehr schön. Ah, das war leider nur okay. Ah, wieder zu spät. Okay. Ja, gegen 4 Schützen einen Flieger. Da hat er natürlich keine Chance. So. Naja, aber noch nicht den Tag für den Abendblumen. 2 Schlachten stehen noch aus. Die letzte Schlacht wird vor alledem alles entscheiden wieder. Aber es scheint, als wäre es gar nicht, läuft es schon gar nicht so schlecht. Ich darf jetzt nur nicht nachlassen hier. Okay. Nein, nein, lass das. Och Mann. So, zack, 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 und weg! Ui, das ist ein Stürmer! Die sind gut gegen Schützen. Ach du Scheiße. Er kommt gar nicht zum Angreifen und wird dann natürlich K.O. geschlagen. Oh, aber zum Glück haben wir ihn erledigt. So. Jetzt Iggy. Der letzte. Bisschen Angst habe ich schon, aber ich hoffe, dass das klappt. Letztes Gefecht. Come on. Oh, die Überraschung! Oh shit. Oh je, die gegnerische Angriffskraft steigt. Ich kann dagegen. Ich kann es leider selber nichts machen. Kann höchstens ein paar Angriffe abwehren. Und schon wieder? Ja,
Verteidigung steigt auch noch von den Gegnern, ist klar. Ich meine, jetzt sind wir zwar noch in der Überzahl, aber ganz leicht. Okay. So schlecht sieht es nicht aus. So, er ist ein Schütze. Ich hoffe, es geht jetzt, kommt jetzt nicht zum 1 gegen 1. Oh, wir schaffen es, ich glaub's nicht. Alter, wir haben ihn erledigt. Boah, ich glaub's nicht, wir haben das tatsächlich geschafft. Gewonnen! Was ist denn hier passiert? Igeno, das ist kompliziert. Ich erkläre es dir mal kurz. Ja, du kannst es besser. Du warst auf der Suche nach König Bowser und dann hattest du diesen Unfall und schlugst dir den Kopf an. Aha, sowas also. Es hat etwas gedauert, bis wir dich gefunden hatten. Aber ab jetzt können wir gemeinsam König Bowser suchen. Wir begleiten dich natürlich. Ja, ja, finden wir König Bowser. Respekt, da kann ich gut lügen. Von ihm kann ich doch was lernen. Ja, guck dir mal was ab, wo beide Verrichter leben. Erleben und nicht. Jawohl, jetzt haben wir Iggy. So, 2 Koopalinge Hammer. 5 fehlen noch. Mal hoffen, dass wir das so weiter hinhalten können. Hier gibt es keinen Speziallevel, sehe ich das richtig? Das ist keine Spezial. Herausforderung? Na schön, dann befördere ich erstmals hier meine... M. Na, ich würde sagen, meine Kommandanten soll ich da eher befördern. So. Flieger. Spare ich mir das halt... Hier, die Buhos. Schützen. Ja, ich habe eh... ganz schwache Schützen bei mir, die eh ganz dringend EP benötigen. Durch das Oskyn-Training habe ich ja ganz schön viele Piranha-Pflanzen bekommen. So, hier müssen wir hin. So, Lachlagune. Berühmt, berüchtigt Schergen. Blauer Himmel, weiße Wolken. Sagen, hier gegen Stürmer, da braucht man natürlich Flieger, also. Ich muss auch die Schwestern raussuchen, wie die ganzen Buhos. Und zumindest. Moment, habe ich nicht noch mehr Buhos gehabt? Wo sind denn die? Ah, hier! Aber die ganzen Gumbas sind ja noch schwächer. Also die Paragumbas. So. Das passt schon so. Gegen Flieger haben sie selbst kaum eine Chance. Wenn es so einseitig ist, dann passt das mehr nur in den Kram. Hey, schon gehört, es gibt da so ein Gerücht. Oh je. Die Tratsch-Tanten. Hallo, natürlich, das haben wir alle gehört. Der Simpilzkönig aus Sohn hier sein, der ganze Hofstadt. Peach, ich kann mal persönlich treffen, sieht echt gut aus. Oh, das wär's, aber dieser Bowser dürfte auch mal gerne entführen. No, mein Mann, das ist doch nicht etwa... Oh, tatsächlich, ich glaube, ich träume. Oh, Bruder, guck mal zu mir, ja genau, hallo. Oh mein Gott. Fangirls für Cooper. Was denn? Hab ich was im Gesicht? Diese Statur, diese Augenbrauen, diese Füße. So, sag doch, bist du aus dem Pilzkönigreich? Das ist etwa ein Gomba, heißt er, oder? Ja, bin ich. Mal gucken, ob er wirklich. Ah! Ah, du weißt, ich helfe ganz kurz, komm ich echt jetzt. Oh, ich will auch mal anfassen, darf ich? Oh mein Gott, Privatsphäre, schon mal davon gehört. Bist du dabei? Aufhören, bitte! Du, das kitzelt! Oh mein Gott.
Der Lehrer, der fühlt sich wie hier an, als ich dachte. Hey, halt mal, das sind meine Weichter. Okay. USK 0. USK 0? Und da kommt sowas vor? Ich weiß nicht, was da mit dem Jugendschutz los ist. Also entweder übertreiben sie es mit dem Zensieren oder lassen so etwas zu. Beziehungsweise geben dafür keine gute Altersbegrenzung. Also ehrlich, USK 0. Schon. Was ist denn nur los? Oh mein Gott, ich glaube, ich spinne, ey. Diese Zweideutigkeiten! Und da lasst der Jugendschutz das sowas zu! Ist das denn zu fassen? Da geben sie schon für... ohne jegliche Altersbegrenzung das Spiel. Ich meine... Ich weiß ja, euer Originalteil war schon so, aber hier haben sie ein bisschen zensiert, aber... anscheinend nicht genug, weil ich mein Kurs... Ich meine, hör sich das einer an! Sorry, das musste ich rauslassen, aber ganz ehrlich. Darf ich jetzt auf ihn draufspringen? Bitte, bitte, bitte. Oh, was ist da mit deinem Leben los? Ah ja, das Kreuz dabei finde ich so niedlich. Ich bin gerade zutiefst geschockt. Geräusch, eine wahre Wonne. Halt auf, halt sofort! Hallo Jungs, seid ihr etwa nur hier mich zu sehen? Oh! Hi Jungs, seid ihr etwa nur hier mich zu sehen? Wendy! Ich habe meine Ohren überall schon von euren Abenteuern gehört. Ihr sollt Iggy und Larry in den Rücken gefallen sein. Naja, das ist alles eine freie Perspektive. Du hast gewagt zu sprechen, wie dem auch sei, er kommt zu spät. In Kürze öffnet er das Strandbad von Gebieter krank wieder und mir. Also, Liebchen, auch nur mäßig niesen sollte, dann habt ihr die Zertifikaten. Ah, die einzige Dame und den. Das ist ein Kuperling. Die in äußerst seltene Ehre! Das wird mir hier langsam zu befremdlich. Ah, das geht's halt! Erzähl mal, Wendy, was ist dein Sternzeichen? Gott, diese Mädels, ey. Was ist denn mit denen los? Die sind da total gestört. Wie groß bist du eigentlich? Ein Viertel? Außergröße, oder? Oh, du hast es. Wahre Anführer der Kuppelinge Ludwig? Oder die Mädels sind hartnäckig. Wem sagst du das? Und schnell verschwunden hinterher. Oha, aber hat sie noch mehr Schergen auf ihrer Seite? Obacht! Ja. Ach du Scheiße, ey. Okay, Stachis, Moment. Können wir die aber da nicht physisch angreifen? Achtung, Achtung, ich bitte um Aufmerksamkeit. Tut mal alle Stacheln. Rührt man sie, wird man geringfügig verletzt. Allerdings haben Gegner wie die Stachis auch schließlich auf ihre Stacheln. Und seitdem kann sie also getrost angreifen. Kuligen Kerl haben darüber Stacheln. Da tut ein Griff von dir sehr weh. Stachel mal jetzt unversuchen, da bin ich schon, aber auf Dauer wird's gefährlich. Kommt mal in den Stacheln und lass ihn da rum, zum Schluss kann für eine Ratsam. Neuen Tipp zum Kampfverhalten. Ja, okay. Ist aber auch nicht gut, wenn die also Stacheln haben. Eieiei. Das finde ich aber auch nicht gut. Dann werden auch meine Kameraden ständig verletzt bei jedem Angriff. Weil, wir sind jetzt zwar ein Vorteil, weil es ja hauptsächlich hier nur Stürmer sind, gegen die wir antreten, aber trotzdem, wenn wir uns trotzdem so verletzen, haben die noch einen zusätzlichen extra miesen Vorteil hier.
Nein. Achso. Das steckt nochmal seine Angriffskraft. Gut, dann mache ich das auch mal. Oder Erfahrung stärken. Ja, ich hoffe mal, dass das was wird. Müssen wir überhaupt den Kampf auch bestehen können? Alter. What the hell? Alter. Der geht ab. Na komm, jetzt erwisch den mal. Na schön. Okay, das war's mal mit dem Kampf. So, die letzte Schlacht. Oh Mann, jetzt kommen aber lauter Koopas noch oben drauf. Jetzt steigen sie die generische Moral. Aber komm, das werden wir schon irgendwie hinbekommen, ne? Wir sind alle im Vorteil, wir sind alle Stürmer, wir sind lauter Flieger. Da müssten wir es doch hinbekommen, ne? Mist, ich hätte das vermeiden können, dass einer meiner Kumpanen hier down geht. Okay, der generische Kommandant, der wird schon ordentlich in den Mann genommen und er ist tot! Yay! Na, Allah! Und wir bekommen einen neuen Rekruten. Ein Cooper. Der Flix ist jetzt durch die Lappen gegangen. Oh, was? Das ist eine wundervolle Begegnung. Ja, die ist grandios. Ich bin der größte Fan. Ich sollte an meinen Wettbewerb teilnehmen. Also, hat sie zu uns gesagt. Ich kann's kaum glauben. Wo geht es da? Wer kämpft am süßesten? Wie aufregend. Die Gewinner bilden den süßesten und stärksten Trupp aller Zeiten. Ja, man trifft auf Bowser Shang. Ich mach auf jeden Fall mit. Oh mein Gott. Der Wer kämpft am süßesten Wettbewerb? Aha. Hm. 100 EP, nicht schlecht. So, wir haben Cooper. 50 Schergen rekrutiert. Ja, nicht schlecht. Damit gibt es ein paar KP. Bohnen noch oben drauf. Okay. So. Ja, der Kampf ist dann schon weniger einseitig hier. Da braucht man. Schützen. Braucht man auf jeden Fall Flieger. Aber auch, Ja, also Flieger und ein paar Schützen wären noch gut. Oder hauptsächlich Schützen und ein paar Flieger. Gut. Dann wird's wieder Zeit. Dann sollen sich jetzt mal Iggy hier beweisen. So, und noch ein Icebro oben drauf. Dann wollen wir mal. Auf in die Schlacht. Sind wir drei Kämpfe zu bestreiten? Das kriegen wir schon hin. Oder zwei? What? Wie das immer so irrenführend ist. Ach, was soll's. So, laute Beans auf jeden Fall auch noch. Präzision steigt. So. Oh, Angriffskraft steigt er auch noch. Das ist nice. Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit, die er hat. Haha! Da geht er down, da geht er down. Das könnte auch eine gute Grinding-Stelle sein. Verschiedene Truppen. Letztes Gefecht. Und los. So, anspornen. Zeit, unsere Moral wieder zu stärken. So. Okay, okay. Ah, Mist.
muss zielen auf die Gegner. So, jetzt aber. Ja, come on. Hey. Nice one. Das sieht gar nicht. Das sieht wirklich gut aus. Und wir bekommen sogar noch. Und dazu einen weiteren Lakito. Ja, nice. Ging gut ab hier. Super Erfahrungsbohne S. Ja. Pokés und diese Bussi-Sterne und so ein eingeborenen Shy-Guy. Ach du heilige Shit. Beanies Glanzvorstellung. Ja, so sieht's aus. Auftritt für Parodi-Trupp. Oh, Parodi schon wieder. Ist auch wieder so gemischt. Aber hauptsächlich Schützen, wenn er benötigt, weil er hat weniger von allen anderen. Gut, hier werden also hauptsächlich Stürmer benötigt und ja. So kann ich mich natürlich wieder aufstellen. Aber den Goomba muss ich noch aufholen hier. Der Gute muss noch ein bisschen stärker werden. Das wäre gerade die perfekte Gelegenheit. Pokés sind leicht entzündlich, hieß es. Da sollte ich vielleicht eine Piranha, ein oder zwei Piranha-Pflanzen auch. Ja, eine Piranha-Pflanze. Okay. Wahrscheinlich wird das schief gehen, aber wir können es probieren. Oh, Starby? Hallöchen alle, Liebelein, nicht so schnell. Lass mich in Ruhe. Glitzerstern? Ich bin ganz fein rausgeputzt. So gewinne ich den Wettbewerb ganz bestimmt. Ach, Honigkuchen. Der Große da, sehe ich nicht, Triton. Bob-Bomb? Triton hat etwas Rotes, Gelbes, ziemlich Lebhaftes. Wieder hier unglaublich starken Witzbolde. Du musst meinen Honigkuchen retten. Ihr habt mir gar nicht hier zugehört, stimmt's? Ich bin Starby, das da unter den Seestern. Der grausame Paguri hat mir meinen Honigkuchen geklaut. Müssen wir da jetzt irgendwas machen? Na, wir schon. Natürlich müsst ihr, ich beknie euch. Honigkuchen ist das eigentlich ziemlich egal. Wir hatten nur unsere Bob-Bomb vor. Dann sind wir weg. Haben wir wirklich so viel Zeit, uns einen Bob-Bomb zu kümmern? Keine Diskussion, der gehört dazu. Na schön. Hoffen wir mal, dass das was werden kann. So. Jetzt kommt ihr auch mit verdammten Küssen hier. So. Und Schluss hier. So. Und Schluss hier, Pokés. Oh Mann. Die tun mir auch noch zusätzlich weh. Oh shit, und diese. Gerade wird es eigentlich überlegen. Ja, ich verliere das schon wieder. Das wird nichts. Das wird wieder nichts. Wow. Also ich glaube, ich sollte wirklich mein Team hauptsächlich aus Stürmern aufstellen. Zusammenstellen lassen. Die Piranha-Pflanzen bringen hier gar nichts. Auch wenn sie den Pokés von Vorteil wären. Aber deren Stacheln schaden natürlich auch noch zusätzlich. Das ist leider ein Problem. So.
So, nimm den. Ach nö, lass das doch. Ah, zu spät. Jetzt steckt er wieder deren Moral. Okay, aber immerhin. Mit Stimme haben wir wirklich einen Vorteil. Gegen diese Typen. Ob das was bringt. Weil der ist eh kurz vorm Verrecken. Ja, komm! Stimm doch auf mich zu. Ja, klasse. Komm schon. Sag mal, dass du da mehr erreichen kannst. Ich glaube, nee, nicht. Oder? Na, schau einer an. Gut gemacht, Kommandant. Ich glaube, ich soll wirklich die Schwächsten rauslassen und lieber die Stärksten reintun. Oh, shit. Oh, shit. Naja, das wird nichts. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Okay, das war vielleicht ganz gut, aber... Oh, nein! Alle unsere Stürmer nehmen Schaden. Ey, wie viel Glück die da haben müssen. Das sind aber nur wenig von denen. Okay. Aber ich sehe es gerade. Wir sind ziemlich im Vorteil. What the hell? Nein, falsch. Ich wollte das nicht einsetzen. Nicht noch ein Glücksgriff. Jetzt habe ich AP verschwendet. Ich wollte eigentlich den technischen Angriff abwehren und habe dabei mich verdrückt. Okay, vielleicht kann es doch noch was werden. Ich habe wohl meine Truppen ein bisschen unterschätzt. Okay, wenn es auch mal so gut läuft wie jetzt gerade, dann nochmal Glücksgriff. Gegnerische Angriffskraft minus. Okay, da haben wir schon mal wieder einen Vorteil verschafft. Okay. Ah, wieder nur okay. Ich kann die gegnerischen Angriffe jetzt nicht abwehren. Steckt da die gegnerische Moral. Jetzt sind sie halt ein Nachteil in dieser Situation. Verflixt und zugenäht. Oh nein, er ist fast down. Nein, geh nicht dahin, du Idiot! Ah, super. Scheiße. Genau das hätte nicht passieren dürfen. Aber es sah so gut am Anfang noch aus. Ja, ich darf mich auf Schwächere nicht mehr verlassen hier. Ich muss jetzt die Stärksten hier rausholen. Das ist jetzt mein Fehler, weil ich wollte die unbedingt mittrainieren. Aber nö, ich unterschätze... Aber die bringen gar nichts. Ich unterschätze wirklich die Situation gewaltigst. So. Nein, Moment, ein Käfer sollte vielleicht doch mit dabei sein, weil der hält sehr viel aus. So, okay, jetzt aber komm schon. Das darf ja wohl nicht so schwer sein, das Fan zu bekommen. Los geht's. Ah, er flixt. Ich dachte, dass der Gegner wieder einen Spitzangriff einsetzen würde, aber es ist einer von meinen, die das machen. So, jetzt sollte ich das einsetzen. Ach du Scheiße. Glücksgriff. Also meine eigene Verteidigung plus. So. Nein, jetzt ist mal Schluss hier. Mach, dass du endlich wegkommst. So. Also das Glück bekommen wir auch noch ein gutes neues Truppenmitglied, wie zum Beispiel ein Poké wäre ganz gut, wenn wir den rekrutieren könnten für unser Stürmerteam. Für unsere Stürmerbrigade. Wow.
Die Turmgumbas, die gehen echt ab hier. Eieiei, gegnerischer Angriffskraft plus. Nein, nein, jetzt ist Schluss. Ach, verflixt. Uff, gut. Verschwindet, ihr Pokés. Die sind ja wie eine Mauer, ey. Na schön. Muss aufpassen, dass mein eigener Kumpan nicht schon wieder erwischt wird von denen. So. Sehr schön. Gut, dann setze ich jetzt auch wieder Glücksgriffe ein. Erfahrungspunkte, naja. Ich hoffe, dass ich es überhaupt schaffen werde hier. Also muss ich das jetzt auch wirklich schaffen. Oh, 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 oh. Der Poké ist gefährlich. Wenn er es jetzt geschafft hätte, ihn anzugreifen, wäre das jetzt mein Ende gewesen. So. Jetzt come on. Oh nein, bitte nicht. Nein, nein. Oh mein Gott, das war haarscharf. Bitte, jetzt mach den endlich fertig, bevor noch einen weiteren Angriff einsetzt. Nein! Triff ihn doch, du Idiot! Oh, Scheiße, das war knapp, ey. Und es wird doch nicht mal jemand rekrutiert, ist klar. Hey, lass das! Hey, du! Lass mich los! Das tut weh, das tut weh, frag ich. Nichts für die Augen, das ist gemein. Oh, die Kuchen, wie geht es dir? Kriege ich einen Schmatzer? Spiniale, vor allem du, pass gut auf. Einfach alle mal, ich bin nicht ein Honigkuchen. Ihr steht alle bis hier. Ja, wir, aber wir haben doch gar nichts mit der... Ist doch ganz egal, ich mach einen schönen Resturlaub. Warte, ich zumindest habe jetzt, wo der Wettbewerb im Raum steht, süß genug für die Timer bin ich, vielleicht auch für den Gewinn. Warte mal, wird sie uns etwa auch noch... nee, oder? Wird sie uns auch noch als Schergen? Oh man, das wär's noch. Die mit Bowsers Armee. Glitzerstern. Vielleicht sollten wir das mit dem rekrutieren. Und der will sogar. Sieht irgendwie hilflos aus und niedlich ist bestimmt schlau. Okay, vielleicht auch keine so gute Idee. Ihr seid schon alles verrückt genug. Wohl wahr, Kommandant. Aber sowas von. Wow, schöner Haufen Erfahrungspunkte. Nice one. Okay, liebe Leute, dann geht's ab dem nächsten Part weiter und ja, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Oh Gott, also Beanies Glanzvorstellung, das wird ein heftiger Kampf, aber ich bin sicher, das kriegen wir schon auf die Reihe. Also, ich bedanke mich fürs Gucken und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh jo, Crush Holo, wie geht hinein? Bis zum nächsten Part von Let's Play. Mario Luigi Superstar Saga Plus Bowser Schön, genau so viel sehen und tschüss, oder? Now you know